Hallo mal wieder. Bei mir war es jetzt jedenfalls die lustige Sache gewesen, dass ich hier für den Marcel einen ReMF-Charger zusammengebaut habe, der dafür da sein soll, so 10 Nickel-Metallhydrid-Akkus in Reihe zu laden, ne? So 10, 11 Stück. Also muss man so auf 15, 16 Volt ungefähr hinaufkommen. Und den habe ich so gebaut wie alle meine anderen, ne? So. Und der Marcel wollte, dass man hier den Stecker rein und raus ziehen kann. Tja, das wäre aber immer normalerweise meine Stelle gewesen, wo ich den Einschalter hinmache, ne? Ich tue praktisch das Netz komplett trennen, tue das Netz ein- und ausschalten, weil wenn man den ReMF-Charger unter Last trennt, da kann es dann passieren, dass die Schalter durchrauchen. Was mir hier jetzt auch passiert ist, also der hier hat jetzt absolut keine Verwendung mehr. Der hat ein, zwei Mal ganz gut funktioniert. Ich wollte es eigentlich so machen, dass man dann zuerst hier Last wegnimmt und dann ausschaltet, aber trotzdem hat es ihn festgefressen. Ja, also da bin ich jetzt auch, was heißt zu faul? Ich habe keinen anderen Schalter mehr da, der größer ist und hier ranpasst. Da musst du selber mal gucken, ob du irgendwo einen findest, ne? Den einfach runterbrechen, ablöten, neuen Schalter ran und dann kannst du mit einem größeren Schalter den hier ein- und ausschalten. Und bis dahin musst du jetzt erstmal immer den Stecker reinstecken, bevor es losgeht. Und dann schaut das so hier aus. Das ist jetzt die kleine Version, glaube ich. Das ist ja, wenn man Batterien mit wenig Milliampere laden will. Und hier hinten habe ich dann nochmal einen Umschalter rangebaut. Da hat er dann Volllast drauf sozusagen. Und der Lüfter hier, der dreht sich am Anfang noch nicht. Den musst du ein bisschen andrehen. Dann geht er los. Ist zwar kein Bedini, aber ist vom Vorwiderstand so sehr an der Kotzgrenze angeschlossen, dass er wirklich, also manchmal läuft er von selber an, aber meistens muss man ihn eben andrehen, ja. So, dafür ist er aber richtig schön leise und das ist ja auch ziemlich wichtig. So, worauf es mir jetzt aber eigentlich ankommt. Wir wollen jetzt mal eine Batterie laden. Hier habe ich gerade eine Batterie vom Mark da, ne? ReMF-Lader für den Marcel mit einer Batterie vom Mark. Das funktioniert. Gesetzte Anziehung wirkt da. Und wir sehen hier, dass wir, oh, gar nichts sehen, dass keine Milliampere reingedrückt werden. Und selbst hier drückt er keine Milliampere rein. Okay, das ist jetzt natürlich blöd, ne? Da würde ich sehr, sehr hochohmig sein. Da würdet ihr jetzt schon auf über 18 Volt hinaufgeschossen haben. Und wir müssten jetzt ziemlich lang warten. Vielleicht so einen halben Tag, bis er hier dann endlich greift sozusagen und Ladung aufnimmt. Gut, dann kann ich die hier für die Demonstrationszwecke nicht nehmen. Dann muss ich mir mal eine andere suchen, wo ich euch das zeigen kann. So, da würde ich sagen, nehmen wir gleich mal so einen Kandidaten, den der Marcel dann auch vorhat zu laden. Das sind jetzt praktisch 11 Batteriepacks in Reihe. Da haben wir ein paar Parallelen, weil es 11 Zellen in Reihe. Müssten wir so auf 14, 15 Volt ungefähr hinaufgehen. So, mal schauen, was er jetzt sagt, wenn wir da anklemmen. Das sieht schon besser aus. 90 mA drückt er rein und ja, ich habe jetzt die LED-Version. Deshalb leuchten die LEDs und das ist praktisch die, ne, für die geringe Ladung. Jetzt machen wir mal die starke Ladung. Starke Ladung. Was? Wieso? Warum? Das kapiere ich jetzt wieder überhaupt gar nicht, Leute. Der geht auf über 1, 2 Ampere hinauf. Ah, jetzt! Das wollte ich. Ja, wieso er das gerade eben gemacht hat, keine Ahnung, aber na, mal gucken. Vielleicht kommen wir da mit der Zeit dahinter. So war das bei mir nämlich am Anfang gewesen. Na, ich dachte, ja, Scheiße, dem kannst du ja nicht in Ding geben, was mit einem 1,5 Ampere Netzteil ausgestattet ist, wo die Akkus dann aber nur mit 220 Milliampere vollhaut. Ist ja scheiße. Und ihr hört's? Quietschen tut er nämlich auch. Dann ist mir in den Sinn gekommen, dass man gegen das Quietschen mit einem kleinen Magnet vorgehen kann. Na, am Anfang wollte ich nur das Quietschen wegkriegen. Ich habe gedacht, na gut, das muss halt mit 200 mA das Ding vollrödeln, dauert halt ein bisschen länger. Aber es geht jedenfalls. Aber das Quietschen nervt ja. So, dann wollte ich mal gucken, ob man das Quietschgeräusch etwas ändern kann. Und ihr seht, er ist dran und jetzt gehen mehr Milliampere rein. Ich nehme ihn nochmal weg.
Geräusch ist niedriger. Jetzt gehe ich wieder ran. Ah, ich hatte doch vorhin über 300. Moment, da muss man dann wahrscheinlich auch den richtigen Punkt finden. Hier. Aha. Hier oben direkt dran macht er dann 300. Bringt er 300 mA in die Batterien rein. Und wenn ich den Magnet rumdrehe, also gibt es schon kleine feine Unterschiede. Ja, ich stand dann hier und habe hin und her gebastelt. Habe mir dann auch noch einen kleinen zweiten Magnet dazu genommen. Ja, da wird es dann wieder geringer. Oh, hier. Jetzt geht's ab. Krass. Ja, also mit so einem Magneten auf eurem Ferrit, da könnt ihr noch ein bisschen mehr rauskitzeln, falls er zu schlecht eingestellt sein soll. Also bei mir gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass das zu viele Windungen für den Ferrit hier waren. Ne, und deshalb dann, ich meine, wenn man da irgendwas hört, geht ja dann ein bisschen Energie in den Ton über und nicht in Elektrizität. Kann man das ausdrücken? Also mir hat irgendjemand mal erzählt, wenn es so pfietscht, ist es uneffektiv eingestellt. Tja. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Wir können dann auch, ihr könnt ja selber mal probieren, ne? Ob man hier dann viele Magneten ranmachen muss oder wenige. Aber es ändert sich auf alle Fälle was. Und ich glaube, das habe ich bei diesem ersten Schultief-Video, was ich da hochgeladen habe, auch so aus Juxendalerei mitgemacht. Ne? Habe da aber damals gar nicht so richtig drauf geachtet, wie sich die Stromaufnahme verhält. Das wissen wir aber zum Glück jetzt. So, das war's erstmal wieder mit Neuem vom Re-EMF und Magnet. Marcel, dir wünsche ich viel Spaß mit dem kleinen Re-EMF-Teil. Ja, ich gebe dir mal ein paar Magneten mit. Die hier kann ich dir leider nicht mitgeben. Ne, das sind meine Verbindungsmagneten für die Batterien. Aber, ach, du wirst bestimmt auch welche bei dir finden. Ansonsten sage ich mal, bis später.